und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Let's Play, zu einer neuen Let's Play Rubrik auf meinem Channel. Und zwar handelt es hier bei der Hansa Primal und zusammen mit dem lieben Flo. Hallöchen. Hallo. Und ja, es werden vielleicht einige von euch schon bemerkt haben, dass der Hunter nicht funktioniert. Ich habe keinen Plan, warum. Ich bin auch schon tagelang am Fixen, aber ich... Ja, nicht, dass das du denkst, Flo. Ich bin schon tagelang am Versuchen, das wieder in den Griff zu kriegen, aber es funktioniert einfach ich nicht. Ich kenne den Unterschied zwischen Fixen und dem anderen Wort, okay? Ja, ich meine nur. Ist ja nur sicherheitshalber. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine neue Let's Play-Reihe auf. Und zwar eben der Hunter Primal. Und wir sind von dem Level her wahrscheinlich, also Level 50 ist halt das Höchste, was du momentan halt haben kannst. Wir sind aber jetzt quasi, wir haben neu gestartet, haben unser Inventar gecleared und wollen jetzt einfach mal eine neue Let's Play-Reihe starten, die halt ein bisschen anspruchsvoller wird, als nur mit einer 50er durch die Gegend zu rennen und Dinos abzubotten. Was man dazu sagen muss, ein kleiner Teil der Aufnahme ist verloren gegangen, weswegen wir schon ein paar Sachen im Inventar haben. Ja, ist alles belanglos, also eigentlich nur Munition und ich habe noch zwei Heilflaschen. Eben. Ja, 8 Pfeile, 2 Backschutz, die habe ich vorhin in der Kiste gefunden, das ist die Aufnahme abgebrochen, keine Ahnung warum. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt bugfrei funktioniert, fast so bugfrei wie das Spiel. Naja. Und, ja, wir sind jetzt hier gerade im, warte mal, ist das jetzt östlich oder westlich? Das schneide ich immer noch nicht. Ost und Westen kann ich immer noch nicht auseinanderhalten. Also ist Osten jetzt rechts quasi auf der Map oder links? Rechts, oder? Osten ist immer rechts und okay. Westen ist immer links. Ja, Amerika, muss ich so vorstellen, Amerika ist Westen und Russland Osten. Okay, gut, ja. Und ja, deswegen haben wir eben, also wir sind jetzt eben an der östlichen Küste von der Map. Weil hier sind halt die Dinos nicht so groß. Also T-Rex-Gebiete sind ja eher im Landesinneren. Und was wichtig ist, hier kommt man relativ leicht von Lager zu Lager, ohne sich mit irgendwelchen Waffen durchschlagen zu müssen. Das heißt, man kann hier erstmal sowas wie einen Bogen sammeln oder vielleicht, wenn man Glück hat, auch einen Revolver und einfach dann so langsam anfangen. Genau. Wir können ja vielleicht auch so ein paar Tipps geben für Leute, die sich das Spiel holen, weil ich sehe immer wieder Leute tatsächlich, die komplett neu angefangen haben, so Level 1 oder 2. Also ist gar nicht mal so unrealistisch, dass hier ein paar Leute vielleicht auch zugucken, die das Spiel noch gar nicht kennen, beziehungsweise erst angefangen haben. Was man auch machen könnte, eine eigene Rubrik aufzumachen, wo man halt eben Tipps gibt, also wirklich spezielle Videos, die sich darauf beziehen, das wäre halt auch ganz cool. Das können wir auch machen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, effektiv Items How fahren, to kill a T-Rex with a Bogen. Machete. Ja, Bogen ist hier relativ easy, wenn man trifft. Also ja, eben. Mit dem Bogen musst du halt wirklich ganz genau treffen. Ja, das ist nicht so wie bei der 50er, dass du da eine Wundwirkung hast, da ist halt der Pfeil nicht wirklich so. So eine Explosionskraft dahinter. Ja. Falls die Grafikeinstellungen irgendwen interessieren, ich spiele in Full HD auf hoch und kann jetzt eben schön mit meinen 60 FPS aufnehmen. Und, Lukas? Ja, bitte? Mir kommt gerade eine wunderbare Erinnerung, wenn ich dort vorne okay. Den Abgrund rechts anschaue. Oh ja. das weiß sogar ich noch. Hey, hier ist Campen. Ja, ich sag ja gerade. Einmal war hier das Camp und zweitens hast du hier wirklich eine Aktion gebracht, über die man manchmal lachen kann. Also ein Guinness-Buch Reifen-Stunt möchte man meinen. Ja, boah, Alter, ich habe eigentlich gerade voll Bock, mir die alten Folgen nochmal anzugucken. Ja, das wäre wirklich cool. Also die Folgen von meinem alten YouTube-Channel quasi, wo wir halt auch das Spiel. Haben wir sowas Ähnliches gemacht, um nicht zu sagen das Gleiche. Ja. Wir haben halt das Ziel, dass wir es diesmal weiterführen können. Genau. Vielleicht sogar zu Ende. Und unser Ende wäre halt, wenn wir das erste Mal die Queen besiegen. Genau. Was natürlich einen Alpha-Rex voraussetzt. Und das ist ungefähr so, wie, als würde man sagen, ich möchte jetzt in dem normalen Hunter Dinosaurier begegnen. Ja, oh, ich hatte gerade einen Lag. Okay. Kannst du die linke Kiste checken, dann nehme ich die rechte. Jo. Gut. Wieso wusstest du, dass die rechte die größere ist? Ja, als ob. Ja, ich... Komm, es ist halt... Rechts ist immer größer. Oh, ja, der war jetzt... Alter, ich stehe so kurz vor den 8888 oh. Metern. LOL. LOL, ich habe einfach mal einen Bogen gefunden. Ich habe eine 308 Dueling Handgun gefunden. Ich habe dafür 8 Schuss, soll ich dir die geben? Das wäre wunderschön. Hey, warte mal. LOL, das hat gerade ausgesehen, als wäre da noch ein Sumpf. Nein. Das ist schön. Ich glaube, entweder hier oder weiter rechts hast du einen Abgang gemacht. Ich glaube, weiter rechts.
Nee, ich glaube, das war wirklich eventuell sogar schon hier. Ah ja, warte, bevor ich's vergesse, Server, Sonnenflo, also unser beziehungsweise Flo-Server, ist halt jetzt, wenn wir aufnehmen, immer online. Könnt ihr gerne raufkommen. Wenn ihr möchtet. Ja, vielleicht sieht man sich mal. Ich weiß es ja nicht. Wäre mal schön. Ich meine, bin jetzt erst bei 4 Abonnenten, aber wollen wir doch mal gucken. Das dürften wir eigentlich schon hochgepusht kriegen, von dem her. Bin ich da recht zuversichtlich. Ja, wenn nicht, fragst du halt Gronkh, ich meine. Ja, ob er mal ein paar Abos abgibt. Ich meine, den juckt es wahrscheinlich eh nicht, 1000 Ja, abzugeben. oder du machst halt irgendwie mit der kompletten Rechnerleistung irgendwie so ein Stream auf 144p in der letzten Abkack-Grafik, dass es gerade so geht und er hostet den dann. Oder raidet dich, das geht natürlich auch mit so 200.000 Zuschauern. Ja, das Live. wäre. Ich habe gerade irgendwas knirscht, also so, was den Ast, der zerbricht oder so, was halt Gebüsch gehört. Ja, aber ich glaube, die Dinosaurier verursachen solche Geräusche nicht richtig. Ja, hätte ja sein können, deswegen. Ja, auf jeden Fall. Vorne ist da wieder eine Kiste. Oh Ziemlich ja. Schwachsinn in der ersten Folge eine 308 zu finden. Ich meine, die hängt gar nicht Ja, gut. scheiße, aber. Ich wollte gerade sagen, es ist halt was, aber ich glaube, du bist mit dem Bogen besser dran als mit dem Ding, weil das Ja. Ding halt auch noch stundenlang nachlädt. Ja, das ist wahr. Und es hat auch bei weitem nicht so viel Power wie die 308. Oder die 308, das Kampfgewehr. Das Ja, Kampfgewehr ist das sowieso. Ding ist sowieso mega geil. Leute, ich glaube, da vorne ist ein Lager, oder? Ach nee, die Kisten sind einfach nur zufällig nebeneinander. Ja, glaube ich auch. Nimmst du die vordere, dann nehme ich mir die hintere vor. Hast du die Zeit im Blick? Was? Du meinst wie lang? Ach so, ja. Ja. Das, ich meine, ich kann das gut einschätzen. Also, wir dürften jetzt bei 6 Minuten, 5 Minuten sowas sein, keine Ahnung. Ich schneide es ja eh von dem her. Ist nicht so tragisch. Ja, wie, dann passt ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das diesmal funktioniert. WTF, Alter, drei Compound-Pfeile und neun Kugeln 308. Die 308 Muni bringe ich dir mit. Wie viel 308? 9. Lol. Der WTF. Das war übelst krass. Wo sind wir denn hier? Ich war hier noch nie. Das sieht irgendwie aus wie vor Sir Arthurs. Da sieht's auch so ähnlich aus. Vor dem Feld, wo die ganzen Rechse sind. Lol, 5 Compound-Pfeile. Ja, das stimmt. Ja, die Compound-Pfeile finde ich auch immer wieder. ist krass. Hast du Heilung? Nein. Dann gib mir die Muni, dann schmeiß ich dir dafür 4 Heilung rein oder halt 2 Heilung. Naja. Ich habe noch eine mittlere, ich gebe jetzt einfach mal drei schlechte. Weil die eine kann ich schlecht teilen. Dankeschön. Bitte schön. Ja, es ist am Anfang des Spiels ist es halt nicht wirklich spannend. Da geht es halt erstens mal darum, um Sachen zu farmen. Es ist aber auch von den Dinos her ist auch ziemlich tote Hose. Ja, aber wir sind halt auch in einem extrem abgelegenen Gebiet. Ja, klar. Ohne Scheiß, Lukas, ich glaube mich entsinnen zu können, dass unten, wenn wir jetzt genau geradeaus weiterlaufen, dann die nächste Küste so ein Sidelager ist. Du meinst an der Küste unten. Ja, ich habe auch einen Punkt gesetzt, also auf dem Settlement müsstest du den sehen. Ja. Da unten war gerade Westgold. Also keine Ahnung, wer Westgold ist. Aber der war da halt unten in der Nähe. Ja. Er ist jetzt mittlerweile weit genug weg, also bis wir da sind, denke ich mal, ist das Respawn, falls er es gelootet hat. Und falls da wirklich die Lage ist. Eben.
Was war drin in der Kiste? Ein Kartenfragment. Ah, okay. Also nicht viel Wertvolles. Ja. Und Scheiß, mich regt das gerade auf, dass der Hunter nicht funktioniert. Zwar interessanterweise seit dem letzten Patch. Ich will mal gucken, vielleicht. Bitte? Vielleicht. Nee, der Hunter, dass das nicht mehr funktioniert, das finde ich irgendwie doof. Ja gut, aber ich hatte mittlerweile auch keine Langzeitmotivation mehr für das. Ja eben, ich aber schon. Ja, deswegen ist es halt für mich jetzt nicht so schlimm. Oha. Der ist 3000 Meter von uns weg und der wird wahrscheinlich, ja. Also in dem Wald vor Sir Arthur ist ein Rex, das sollten wir uns merken. Und da vorne links sind ein paar Velos. Ja, ein paar schöne Kralhühnchen. Kann ich die Kiste mal abchecken? Ja. Oder? Okay. Ey, ich bin total paranoid gerade. Bei mir geht's eigentlich gerade voll klar. Ich meine, im Wald fühle ich mich eher safe vor Rexen. Also sind halt die Raptoren das Problem. Ein Wald, das erinnert mich halt an meinen kürzlichen Herzinfarkt mit dem Trizi. das war... Nee. Na gut, das war ja nicht im Wald, das war ja auf dem Feld. Ja. Ich habe mich sowieso gefragt, wie du es schaffst, dich von einem Trizi zu erschrecken, der hinter dem verkackten Busch steht. Ja, eben der Punkt ist ja, dass er hinter dem Busch stand. Der Busch ist gerade mal so groß wie ein Fuß von dem Vieh. Ja, aber er ist ja über diesen kleinen Hügel hoch. Das heißt, die Hörner waren hinter dem Busch und dann ist er mir ins Gesicht gesprungen hinter dem Busch. Und das kann einen halt ziemlich erschrecken. Ich weiß nicht, aber bei mir verursachen die meisten Herzinfarkte immer die Uteraptoren, die keine Geräusche von sich geben. Ja, klar. Ich meine, das ist... Nimm schon mal das Buttermesser raus. Oh ja. Fuck. Es ist die Oh. Das ist wieder so ein seltener. Echt? Ja, also nicht... Hä, noch einer? LOL? Nee, das sind normale, die du da hast. Nee, diese guck mal, Ankommen sind komplett schwarz und haben so wie blaue LED-Lichter, sag mal übertrieben gesagt, an den Puscheln. Also die sind richtig hell. Ach so, lol, das sieht hier nur im Dunkeln so aus. Hm. Ach schade, ich dachte, das wären jetzt zwei Rares. 310 und 270, boah. Hey, das ist echt ein Lager. Lol, das ist recht. Komm schon, Kampfgewehr mit Scope. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wie viel Muni hast du? Ich hab 26 Schuss. Ja, das lohnt sich doch schon mal. Ich meine, da richtest du auf jeden Fall mehr Schaden mit so einem Kampfgewehr oder auch einer normalen 308 an als mit dem Revolver. Nimmst du die linke, dann nehme ich die rechte. Jo, machen wir so. Deine sieht nach einer Waffenkiste aus. Ich habe eine normale 308 mit 9 Schuss gefunden. Lol. Und ein Helmchen. Und 8 starke Heilung. What the fuck? Guck du erstmal, dann würde ich dir die Muni und die Waffe geben. Das ist eine kleine Truhe mit einer 308. Mit der großen? Ja. Aber ich weiß nicht, wollen wir dann die Muni aufteilen? Ja, hast du auch eine 308? Ich habe auch eine 308. Wie viel Schuss hast du? Ich würde sie dir geben und du splittest die einfach so gut wie es geht. Ja, gut, ja. Okay. Ja, 22, passt perfekt. Jo. Gut. 44 Schuss insgesamt, schon krass. Aber, wir nehmen ja jetzt schon Zeit auf. Ich weiß nicht, wollen wir denn hier vielleicht erstmal beenden und dann in den nächsten Fall? Ja, können wir machen. Oh gut, dann würde ich erstmal sagen,
Fürs Erste nicht schlecht für die erste Folge. Also wir hatten auch wirklich Glück, dass wir nur die kleinen Brathähnchen da als Gegner hatten. Und aber ja, immerhin. Ja, immerhin, genau, muss man auch sagen. Und ja, dann wünsche ich mir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.